Geh mal da gucken, ey. Was los ist. Kann nicht sein. Kann echt nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Lalalalalalala. Christian, jetzt wieder ein bisschen ruhig hier, ja? Also. Was wünscht ihr euch eigentlich so von dem Nikolaus? Eine Pfefferbeschichtete neue Pfanne. Vagina. Echt? Hammer geil, haben wir uns letztens erst noch gekauft. Oder Dennis hat sich da geholt. Ja, weil ich habe keine gescheite mehr. Bei Rewe gibt es doch welche, wenn du Punkte hast. Genau. Du darfst doch nicht jedes Mal reinwichsen, ne? Ist sie gut? Ja. Also, die Frage bei neuen Pfannen ist halt immer, die kannst du super easy sauber machen und die backen halt nicht an. Ist das, weil die Pfanne gut ist oder ist das, weil die neu ist? Weil also muss man halt noch ein bisschen testen. Halt. Ja, das ist ja immer die Frage dann. Also meine neue, die ich vor einem halben Jahr gekauft habe, die ist noch okay. Aber halt nicht mehr so geil wie am Anfang, ne? Ja, meine Der Klaus hat mich als Freund hinzugefügt. Guck mal an. Ja. Das wird wohl auf Ignorieren bleiben. Was, Christian, du nimmst auf deinem privaten Account keine Leute an? Ja, ich weiß, es ist hart, aber... Also ich nehme ja jeden. Wenn nicht jeder Hardys Nacktbilder sehen können. Arsch, Junge. Am Arsch, Junge! Aber eigentlich Nikolaus, also Nikolaus war bei uns in der Familie beispielsweise Nikolaus nie so große Geschenke. Nikolaus, komm in unser Haus! Echt? Ach, Quatsch. Nee, Nikolaus war eher so, weißt du, so steil. Los, los, lustig, tralalalala. Nikolaus war eher so ein bisschen stiefel. Was ist Nikolaus? Ja, klar, das, was, Nickers? Band! Nickers. Paul Revitsch verabschiedet sich. Hast du das N-Wort gesagt? Niggas? Ja, ich habe das N-Wort gesagt. Das ist der zweite Buchstabe. Niggas. Ein Snickers, bitte. Das ist hier der Milky Way Gott, ne? Snickers, ja. Der mit den extra dicken Nüssen. Oh, mit den extra großen Nüsschen? Ja, genau. Boah, was hätte ich jetzt gern Snickers, ey. Ja, sonst wirst du zur Diva. Habe ich eigentlich noch Eis? Ja, bestimmt. Bring mal eins vorbei. WTF, Mama. Mama! Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich war oben drin gerade und da ist auch nichts gespawnt. Keine Ahnung. Wir haben echt gerade Party off. Oh, geht die Sonne also schon hier runter? Ist ein Skelett runtergekommen, Christian. Ja, ich sag ja, irgendwie haben die keinen Bock mehr. Wir haben zu viele geschlachtet. Boah, da schreibt meinst du, die haben das endlich gecheckt, dass man hier nicht so ein tolles Leben hat? Boah, Peter, schon einer Hard Reset zackt. Ja, das kann der ja jetzt schon wissen, das ist ja schon 10 Folgen lang gesendet worden. Ja. Wo schreibt denn der das? Ach so, das hat er, als ich das verlinkt habe, hat er reingeschrieben, Hard Reset. Was sagst du, der will gebannt werden, hast du gesagt? Ach, wegen Quatsch. Bann ich den nicht. Ja, wir bannen alle, die alle, die nicht unserer Meinung alle, sind. Ja, genau, so einfach ist das. Ja. Hast du doch gesagt, Dennis, oder nicht? Wir bannen einfach alle. Ja. Ja, jegliche Art von Kritik oder auch konstruktiver Kritik wird einfach unterdrückt. Ja, das ist total konstruktive Kritik von dem Typen. Da gibt's dann ein Zugticket, sag ich mal. Ohne Scheiß, also da muss ich schon sagen. deine gute konstruktive Kritik immer an den Bundesliga-Verein, Johnny. Bist du für solche Witze auch immer empfänglich, Bram? Nee, das stimmt nicht. Ich kann sowas nicht haben. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das sind Sachen, da macht man keine Witze drüber. Ja, das sagst gerade du, ey. Das gibt immer Sachen, die sind unter der Gürtellinie, ja, und da muss man einfach mal verstehen, wo dann auch wirklich der Gürtel anfängt. Ja, der fängt bei dir aber ziemlich weit unten an. Ja, oben. Nee, ja, ziemlich weit unten. Klappt an den Nippeln, ja, also alles unter Nippellinie ist wirklich zu tief. Nee. Was hat Dennis auch noch seinen Sinn für schwarzen Humor verloren? Ja, was geht denn jetzt? Jetzt machst du noch einen Witz über Schwarze, was soll das denn? Dennis ist jetzt Moderator von einer Live-Show, der ist jetzt Kommerz und der kann sowas nicht mehr machen. Genau, ich finde das übrigens auch nicht. Das ist mein Geld. Er hat zu mir gesagt, ich dürfte während des Let's Battles auch Fickschwanz und all so ein Kram sagen. In der Live-Sendung, ja sicher. Ja. Fickschwanz, du hast echt verstanden, wofür das Ding gut ist.
Ja, es ging nur darum, dass ich mich halt genauso artikulieren darf wie immer, wenn man das artikulieren kann. Also ich nicht, weil ich halt von BMW und von Porsche gesponsert und es geht halt gar nicht gleich. Warte, also von Porsche gesponsert? Ja. Also wow, ist jetzt nicht so artikulieren. Nee. Aber wenn mir dann beispielsweise das in der Live-Sendung der das irgendwie rausrückt, fick dich in den Arsch, du behinderter Spasti, dann hat Dennis Raschwer das nicht schlimm. Dann ist halt für Hardy so eigentlich schon eine nette Ausdrucksweise. Solange du nicht mal Video oder so nennst. Ja, nee, warum sollte ich das denn tun? Ja, weil der Server laggy ist oder so. Ja, dann gibt's natürlich eine fette Beleidigung, ist ja klar. Gibt's da einen Strike oder was ist dann los? Außerdem, warum sollte ich mich in der Live-Sendung denn anders verhalten als in unseren Videos? Die Live-Sendung wird ja 5 Sekunden versetzt gesendet, damit man so weit mal schnell rausschneiden kann. Ja, das ist wie bei den Amerikanern. Wieder wenn Dennis wieder einen Tittenblitzer macht oder was, oh Gott. Echt, in 5 Sekunden schneidest du sowas aber nicht raus. Klar, beim Super Bowl sind da auch nur so ein paar Sekunden. Die scheinen wohl zu reichen. Ja. Wenn ich da ein böses Wort sage, sollen die das in 5 Sekunden schaffen? Ja, die haben dann wahrscheinlich so einen Notbutton und dann wird einfach die nächste Testbild eingeblendet. Dann ist so ein großer roter Button und dann. Ja. Da steht drauf, bitte drücken, wenn Hardy den Mund aufmacht. Und daneben steht dann so ein kleines Kind mit Tourette, was da die ganze Zeit drauf drückt. Aber wie würden die das denn machen? Die müssten doch erstmal wo ich das Wort gesagt habe, diese Spur irgendwie dann entfernen, weißt du? Oder meinst du, die haben schneiden nicht unbedingt mit einem Eingangsprogramm? Was? Nein, die piepen einfach. Ich schneide nicht unbedingt mit einem Eggs. Ja, das ist schon klar. Ja, gut, vielleicht gibt's da Techniken, wo man das in 5 Sekunden machen kann. Also, ich hab das 5 Sekunden sind, das kann man. Gerade du müsstest sowas ja wissen, wa? Hardy, wenn es Techniken gibt, um alle E-Mails der Welt nach Terror und Afghanistan zu durchsuchen, ne, dann gibt's. Ja, ich glaube auch nicht, dass ProSieben in Besitz solcher Techniken ist. Ja, da glaubst aber auch nur du. Na, echt, ey. Deine E-Mail-Adresse ist dabei, Hardy. Supercomputer da stehen haben. Genau, lass doch in die Sendung den Supercomputer, den amerikanischen, da holen, um Fragen... Jetzt mach den Ding doch aus! Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der stand von Dell auf der CeBIT letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Nee. Aber geil, den habe ich bei mir zu Hause auch schon als Server. Ja, scheiße, jetzt haben die blöden Scheißbauern also morgen dann 11 Punkte Vorsprung. Da mache ich immer Prostata-Simulationen drauf. Warte mal, ich habe jetzt gerade das Spiel nicht verfolgt. Ich muss mir ganz kurz... 1-1, die Unentschieden. Na gut, immerhin einen Punkt aufgeholt auf die Bauern. Ah, immerhin einen Punkt. Gegen Fort, ich sehe es ja nur gegen 14. Wie kannst du denn einen aufholen, wenn du 2 zu wenig machst? Aufholen. Du weißt das ja noch nicht, wie Bayern gewinnt. Jay geht davon aus, dass sie verlieren. Ja gut, dann wir haben gerade gegen den 14. 1-1 gespielt. Krass, oh, da muss Bayern aber ohne Scheiß mal ruhig sein. Die schaffen das gegen die untersten Plätze auch sehr gerne. Ja, komm, also. So gut die auch momentan drauf sind, für sowas sind die immer zu haben. Oh, DSDS-Gewinner Luca trennt sich von Dieter Bohlen. Oh, da war er aber vorbei mit der Karriere. Wer ist denn Luca? Luca Henny, der Gewinner der letzten Staffel. Lol, der trennt sich jetzt schon von dem, wann war die denn? Musste der ein halbes Jahr den Arsch hinhalten für ihn. Ja, was glaubst du denn, Christian? Eigentlich trennt sich nicht der Luca von Bohlen, sondern ja umgekehrt. Der Bohlen hat ihn jetzt richtig finanziell ausgelutscht. Und jetzt ist doch bald wieder eine neue Staffel DSDS. Die halten doch alle nicht länger als ein Jahr. Ich finde das gut. Ja, meinst du so das richtig junge Menschen voll ausgebeutet, findest du gut? Ja. Und dann scheint die Mehrheit der Deutschen oder ein Großteil der Deutschen auch gut zu finden, sonst würden die das ja nicht gucken. Ja, wobei bei DSDS sind die ja dabei, dass die Quoten so schlecht sind, ob die darüber weitermachen. Na gut, dann haben die das halt 10 Jahre lang gut gefunden. Sepp? Was denn? Also ja! Ich hab noch 2 Level. Wie weit brauchst du denn? Also sehr gut. Komm mal geil, erste RTL-Fotos mit Dirk Bach war das Dschungelcamp bunter. Ja, aber da warten die, dass sich der Hardy jetzt genauso schwuchtelig anzieht, oder wie? Der war halt pinker. Hat der Hardy macht beim Dschungelcamp, nicht? Ja, auf jeden Fall. Der zieht dann erstmal blank, der macht die Michaela Schäfer noch. Wahrscheinlich ist Hardy der dickste Promi in dem Dschungelcamp dann, wenn er da hingeht. Ich? Ja, auf jeden Fall. Hast du mal angeguckt, was da für Leute hingehen? Ach, du meinst, ach so.
Ja, wahrscheinlich. Das würde ich, das glaube ich sogar noch. Obwohl, auch eher nicht. Ich meine, man hat ja eine ganz andere Chance. Guck doch mal die Facebook-Likes der alten...